Hey, liebe Zuschauer, ein neues Video von der diesjährigen Point & Sound 2018 und wir haben was vor euch, was ihr euch gewünscht habt. Und zwar sind wir bei der Firma KME und neben mir steht der Friedemann, ein neues Gesicht auf meinem Kanal. Ja. Und ihr habt neue Säulen rausgebracht. Genau. Die zeigen wir euch jetzt mal. Auf der diesjährigen ProLight & Sound stellen wir, wie gesagt, zwei neue Systeme vor. Zum einen ein passives System mit dem Namen S6 und ein aktives System mit dem Namen SDXL. Die beiden Systeme basieren beide auf unserem neuen Säulenlautsprecher, der VLS64. Das Säulenlautsprechersystem bringen wir in diesem Jahr raus mit einer Bestückung von 6x4 Zoll Lautsprechern und einem asymmetrisch gekrümmten Hochtonarray von 6x1 Zoll Treibern. Die spezielle asymmetrische Anordnung ermöglicht eine weite Reichweite, vor allem für eine gute Sprachverständlichkeit und eine perfekte Nahfeldabdeckung. Die vertikale Abstrahlung beträgt dabei plus 5 und minus 20 Grad und in der horizontalen ist eine Abstrahlung von 90 Grad verfügbar. In den beiden Konfigurationen wird die VLS64 entsprechend mit zwei Doppel-10-Säulen-Subwoofern eingesetzt im passiven System. Das ganze Setup wird von unserer Digitalendstufe DA428 angetrieben. Das aktive System SDXL wird mit unserem bewährten VSS18 angetrieben und sind entsprechend alle Endstufen für den Betrieb von zwei Säulen und dem aktiven 18-Säule-Subwoofer verbaut. Die VLS64 kann wunderbar im Standalone-Full-Range-Mode verwendet werden, das heißt auch ohne Subwoofer ist ein Frequenzgang bis runter zu 75 Hertz möglich, was vor allem für Installationen recht interessant ist, ohne einen Subwoofer verwenden zu müssen, ist eine Musikwiedergabe absolut möglich. In den Systemen SDXL und S6 steht jeweils ein Subwoofer zur Verfügung, der entsprechend den nötigen Tiefgang dann erzeugt. Alles klar, Friedemann, vielen Dank für die Auskünfte. Gerne, gerne. Das System gefällt mir sehr gut, vor allem, ich glaube, das Anschaltverhalten ist gerade für DJs auch sehr interessant, vor allem, wenn man wahrscheinlich sehr weit damit kommt. Ne? Genau. Alles klar. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Weitere Infos gibt es unten in der Videobeschreibung. Link zu eurer Homepage, spreche ich natürlich auch mit rein. Das wäre nett. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.